6 Teams sind nominiert für den WTT Young Leader Award 2024. Insgesamt 49 Studierendenteams von der Ostschweizer Fachhochschule, haben monatelang an 8 Aufträgen von Schweizer Unternehmen gearbeitet. Die 6 nominierten Teams haben mit ihrer Arbeit die Jury überzeugt. Sie stehen jetzt im Finale um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die Martin-Stiftung in Erlenbach ist eine soziale Institution für Erwachsene mit kognitiver Beeinträchtigung. Die Stiftung bietet rund 170 Wohn- und Arbeitsplätze. Eine Gesetzesänderung im Kanton Zürich bringt unter anderem ein neues Finanzierungsmodell für Institutionen wie die Martin-Stiftung. Die wird sich mit einer neuen Strategie auf die Veränderungen vorbereiten. Der Auftrag und das Projektteam war, dass wir eine Analyse machen für die Strategieentwicklung, die die Martin-Stiftung für 2025 bis 2030 lancieren wollte. Und die Analyse ist nach SWOT, wo man schaut, was sind die Stärken und Schwächen im Unternehmen, was sind die Chancen und Risiken in der Umgebung des Unternehmens. Die Betriebswirtschaftsstudentinnen haben zum Start des Projekts jeden Tag in der Martin-Stiftung verbracht. Wir sind so vorgegangen, dass wir zuerst mit der Unternehmensanalyse gestartet haben, wo jeder von unserer Projektgruppe einen Tag in der Martin-Stiftung eingetaucht ist und sich ein Geschäftsbereich genau unter die Lupe genommen hat. Aus der dort gewonnenen Erkenntnis zu Stärken und Schwächen sind wir nachher in die Umweltanalyse gestartet. Dort haben wir mit dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung zusammen einen Workshop durchgeführt und dort die wichtigsten Umweltfaktoren zusammen eruiert. Mit diesen Erkenntnissen sind wir nachher in die Marktforschung gegangen und haben mit 20 Experteninterviews die Erkenntnisse nochmal extern validieren lassen. Die Interviews haben die Studierenden unter anderem mit Behördenmitgliedern, Inklusionsfachleuten, Wissenschaftlern und anderen Institutionen geführt. In den Experteninterviews hat sich eigentlich vieles bestätigt, was wir auch im Workshop mit der Martin-Stiftung erarbeitet haben. Insofern so gute Nachrichten für die Martin-Stiftung, dass sie vieles schon auf dem Radar hatten. Wir haben aber gleich noch sehr viele wertvolle Insider-Informationen und vertiefte Informationen zu diesen Themen gewinnen, die wir dann der Martin-Stiftung weitergeben können. Mit der Analyse und der Marktforschung hat das Team wichtige Veränderungen im Umfeld der Martin-Stiftung klar definiert. Dazu gehört die Änderung bei der Finanzierung der Wohnplätze, aber auch das Angebot von neuen Arbeitsplätzen. Die Studentinnen haben der Martin-Stiftung Handlungsempfehlungen für ihre Strategie abgegeben. Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat. Wir haben eine umfassende Analyse bekommen mit einer Innensicht und einer Aussensicht. Und das gibt uns wirklich eine gute Grundlage, dass wir damit weiterarbeiten können. Die Studentinnen haben als Team und mit ihrem Vorgehen überzeugt. Was das Team besonders ausgezeichnet hat, war zum einen die große Professionalität gegenüber dem Auftraggeber, aber auch in den Interviews, die sie geführt haben. Das war die große Selbstständigkeit. Das Team hat sehr selbstständig gearbeitet und auch sehr effektiv, indem wir sie Daten generiert und Daten analysiert haben. Die Handlungsempfehlungen fließen jetzt schon in die Weiterentwicklung der Martin-Stiftung ein. Die Studentinnen sind mit ihrer Arbeit nominiert für den WTT Young Leader Award. Wir sollten den Young Leader Award gewinnen, weil wir es geschafft haben, um aus einer Fülle von Informationen das Wichtigste herauszukristallisieren und so unserer Kundschaft einen Mehrwert bringen können, den sie jetzt auch in die Praxis umsetzen können. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024? Die Preisverleihung ist am 28. Oktober in der Domhalle St. Gallen mit dem Award-Referat von Selma Kujas zum Thema Personal Branding.